glaube, für die Lampenprobe von allen Lampen habe ich mir im Moment die dritte Tür eines Busses gelegt, weil es ja auch nur ein Taster ist, habe ich mir gedacht, passt es doch ganz gut, dass ich mir hier einfach die dritte Tür eines Busses drauflege, denn ab und zu fährt man ja mal mit einem Bus, der einfach drei Türen hat, und bevor man da ewig den Tastaturbefehl sucht, drückt man einfach hier schnell drauf, denn den Lampentest brauche ich sowieso so gut wie nie. Genau, dann mein Tacho, den kennt ihr ja schon, der wurde jetzt auch hier eingebaut, hier seitlich noch aufgefüllt mit einem Ring, mit einem schwarzen Ring, sodass hier kein Übergang mehr sichtbar ist. Ich kann ihn natürlich auch öffnen hier, ich habe noch einen Schlüssel mir zugelegt, den kann man natürlich auch raustun. So sieht der aus, diese Dinger sind relativ rar. Es wäre also wirklich sehr sinnvoll, sich trotzdem mal zu erkundigen, wenn man sich ein Tacho kauft, dass man sich so einen Schlüssel mitkauft. Denn es ist sehr wichtig, dass man den Tacho, bevor man ihn in Betrieb nimmt, hier so abschließt in die Mittelstellung. Denn so hier ist er nämlich offen. Ja? So ist er offen und sobald ich ihn dann nach oben wegdrücke, geht die Nadel auf die Nullstellung und dann kann ich den Tacho öffnen. Und ein weiteres Feature, was ich jetzt mittlerweile schon hinbekommen habe, ist, dass die Uhr hier drin tickt. Ich schalte nochmal die Instrumentenbeleuchtung ein. Dass diese Uhr hier tickt von Quarz. Ihr seht das an diesem roten Blättchen, was sich da so bewegt. Das ist der Sekundenzeiger. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen, dass sich das Ding bewegt. Und wenn man hier direkt daneben steht, hört man es auch, dass sich diese Uhr hier bewegt, dass diese Uhr hier funktioniert. Genau. So, und dieser Kilometerzähler, habt ihr ja auch schon gesehen in meinem Tutorial, bewegt sich natürlich mit OMSI. Ja, an der Verkabelung dieser drei oder vier Elemente hier bin ich gerade noch dran. Das kann aber noch ein Weilchen dauern. Dann habe ich zusätzlich hier diesen Spalt, wo diese zwei Manometer bei mir fehlen, aufgefüllt durch ganz simple Kartonage. Ich werde diese zwei Manometer vielleicht nochmal nachrüsten, wobei die halt sehr schwer zu bekommen sind, aber ich halte auf jeden Fall mal die Augen offen. Dann habe ich des Weiteren hier unten mir so eine wunderschöne Schablone angefertigt, die ich dann hier, sobald diese ganzen Arbeiten hier unten erledigt sind, wie gesagt, in einem der weiteren Tutorials zeige ich euch mal, was da wie angeschlossen ist. Dann eben werde ich hier diese Schablone davor spannen quasi und hier diesen kompletten Bereich schließen, denn auch diesen Armaturenbretteinsatz habe ich eben nicht und der wäre auch eher hinderlich für meine Konstruktion hier und deswegen schaffe ich da Abhilfe durch so einen Sichtschutz eben hier, den man hier so reinbauen kann und da sieht man gar nichts mehr. Genau, und bis das soweit ist, liegt er da einfach rum. Das Lenkrad kennt ihr ja schon, hat sich nicht viel geändert. Allerdings hier unten natürlich, die Pedale wurden angeschraubt, das heißt, die sind wirklich hundertprozentig fest, da tut sich nichts mehr. Dann möchte ich jetzt hier gar nicht so ins Detail gehen, denn diese ganze Elektronik möchte ich euch ein andermal zeigen. Ich muss auch ein bisschen schauen, dass das Video einigermaßen im Rahmen bleibt von der Länge. Nur noch so viel, also hier seht ihr nochmal die Beleuchtung der Elemente. Hier sieht man es nochmal relativ gut. Nur so viel noch, diese drei Geschichten hier funktionieren auch schon. Nämlich hier habe ich mir die Hupe draufgelegt. Ja, funktioniert. Und hier unten den Waschertaster. Den Scheibenwascher, ich zeige es euch mal. Funktioniert. Also hier der Scheibenwascher. Und hier die Feststellbremse. Die kann ich jetzt, im Moment ist sie ja angelegt, jetzt kann ich sie lösen. Und ihr habt schon gehört, vielleicht der ein oder andere, dass da im Hintergrund ein Relais angezogen hat. Und zwar war das ein Relais für die Kontrolllampe. So, jetzt ist die Feststellbremse angelegt. Das heißt, hier brennt die rote Lampe für mein für meine Feststellbremse und natürlich brennt sie auch hier im Spiel. Wenn ich sie jetzt löse, geht die Lampe hier aus und auch hier geht die Lampe aus.
Das heißt, das funktioniert zweifelsohne auch schon optimal. Genau. Gut, das wäre es jetzt eigentlich soweit gewesen von meiner Seite aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein paar neue Eindrücke gewinnen können. Wie gesagt, das war jetzt eine reine Funktionsprobe, ein reiner Funktionstest. Die wirklichen interessanten Hintergrundvideos kommen noch. Da bitte ich aber eben auch um Geduld, denn dieses Projekt ist nicht mal in ein paar Tagen erbaut. Aber ich denke, ich habe euch ein bisschen mehr zeigen können zum Projekt und freue mich auf eure Resonanz. Wie immer, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.